So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Oh, bist du süß? Zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Odyssey. Wir haben in der letzten Folge Mykonos. Oh, ist das. Oh, ich will den auch anfassen und packen und knuddeln und kuscheln. Haben wir Mykonos soweit abgeschlossen. Haben auch eine Eroberungsschlacht, die ich aber auf einfach gespielt habe, weil ich denke, anders wären wir da nur 3 Folgen dabei gewesen, diese Eroberungsschlacht durchzuführen. Weil die Schiffe waren auf Level 31 und wir hatten damals Level 28 und waren zu viert. Ja, also war nicht ganz so geil und ich konnte aber auch nicht diese Eroberungsschlacht beenden. Deswegen habe ich das dann auf einfach gespielt, damit wir hier einfach weiterkommen. Oh, die Schlange, okay. Das sieht mir noch sehr kultistisch aus, ja. Hey. Muss mal gucken, ob ich wirklich... Oh, fuck. Aber ich wirklich auf einfach, schwer Standard gestellt habe, weil wir kommen, also... Helf mir doch endlich! Tschüss! Oh, doch! Oh, fuck. Ach, bist du wohl einer von denen? Ach so. Fuck, ja, ich kann die ja alle nicht. Oh. Ich habe Leertaste gedrückt. Das wollte ich euch allen nur mitgeteilt haben. Ach, ich habe das Kampfsystem Assassin's Creed 3 so geliebt. Man war zwar OP, aber das Kampf, ich wirklich... Das Kampfsystem, es war so geil. Und ich glaube im Black Flag. Im Black Flag hatten die es auch noch gehabt. Dann kam Unity. Unity war... Oh nein. Ist das euer scheiß Ernst? Ist das euer scheiß Ernst? Ich hasse euch. Warum hat er nicht mal Besitz? Warum... Also bei Origin, wenn man gestorben ist, ist man genau kurz bevor man den Ort erreicht hat, ist man da ja wieder gespawnt. Jetzt muss ich den ganzen Spaß hier nochmal machen. Das ist ja wirklich, also bei aller Liebe, bei der größten Liebe, die ich für dieses Spiel aufwenden kann, aber das ist halt wirklich schon sehr doof. Unsichtbare Mauer oder. Also, Cassandra, das Ende. So. Hab schon gerade überlegt, ob ich vielleicht einfach. Also, ob ich meine Finger nicht mehr kontrollieren kann, weil ich jetzt hier einfach zweimal stehen geblieben bin, einfach so. Mal gucken, wie schön das aussieht. Ja, da würde ich mich auch dorthin verkrümmeln. Ich meine, die Flagge ist schon wirklich sehr, also die Fahne ist schon wirklich sehr markant, ne? Also da weiß sie da, womit man es zu tun hat. Ja. Kultistenwache aus. Aber die waren schon echt OP, ne? Die waren schon alle sehr OP. Finde ich nicht ganz so cool. Ich hab doch was gehört. Ja, du hast wirklich gute Ohren. Was? Guck mal, wie süß der rennt. Bisschen brutal. Oh.
Das war sogar ein Kultist, lol. Vorbei! Vorbei! Fuck. Bam! Wie viel kannst du noch einstecken? Malaka! Lange hältst du das nicht durch. Ich habe euch jetzt hier alle vollkommen weggesäbelt. Dein Glück hat dich. Versuchst du mich zu treffen? Ja, ich versuche dich zu treffen. Ach ja, warte, wir müssen den Tod bestätigen. Ach so, nee, hä? Fuck, wo ist denn der? Der war da drin. Griechenland wurde endlich befreit von dir. Silbergreif, okay. Der Silbergreif, die Silberader. Unter dem Kosmos gab es einen einzigartigen Mann. Der heißt der Silbergreif. Bekannt war er war nicht wegen seiner Grausamkeit einzigartig, sondern wegen des Talents, andere seinen grausamen Willen umsetzen zu lassen. Wer ihn kannte, erzählt, dass er sich selbst als eine Art Lehrmeister verstand. Sklavenhalter lehrte er, wie man andere knechtete und Sklaven, wie man sich unwürdig zeigte. Sein Lehrmaterial war in beiden Fällen dasselbe, die Angst vor dem Tod. Ach hier, okay. Oh, Details. Enthüllen. Der Kosmos kämpft für Athen. Deshalb das ist komisch, schaut dir mal diesen... Also, wirklich, weißt du, die tun so, als hätten die die dicksten Eier auf der ganzen Welt. Und dann haben die nicht mal einen Bizeps. Ne? Sorry. Aber musste jetzt mal gesagt werden. So, aber wir lesen den erst vor, wenn wir den hier eliminiert haben. Ne? Ich hoffe, das ist für alle genehm. Muss ja auch spannend bleiben hier. Wo denn? Was denn? Da. Gut. Okay. Alles klar. Ich bin noch hier! Hilfe! Wie kommen wir eigentlich jetzt hier zurück, ne? Na gut, mit dem Boot vielleicht, ne? Na gut, nee, das können die ja nicht mehr bewegen. Rüberschwimmen. Wenn die schwimmen können. Ja, ich bin ja dabei. Ich hab nur zwei Hände und zwei Beine. Ja, das hoffe ich doch.
Rasunisia. Ja, also wie gesagt, man braucht eigentlich gar nicht die ganzen Kultisten-Hinweise. Wenn man Glück hat, findet man die Kultisten auch einfach so in der offenen Spielwelt. So, da haben wir das und habe noch kein offenes Fragezeichen weiter. Und wir können uns jetzt nach Paros und Naxos begeben. Würde ich einfach mal hier, ne, das so hinstellen und dann hier reinspringen. Und dann warten, bis wir aus dem, genau, Sperrgebiet geschwommen sind. Und dann haben wir hier Schiffsdock, haben wir die Adrastea, Schnellreise. Oder warte mal, wir können es eigentlich so machen. Weil dann sind wir schneller dort. So, haben wir das Schiffsdock. Da müssen wir wahrscheinlich dann einfach warten. Leiche Panik, dass sich's aufgehangen hat. Oh. Wo sind denn hier meine Freunde? Position zum Ablegen. Willkommen zurück, Kapitän. Ja. Heiße Geschwindigkeit bitte. Genau. Sind das eigentlich Piraten? Also die schwarzen, also die, ja, mit der schwarzen Flagge. Sieht so toll aus. Wir müssen sich doch immer übelst langweilen, oder? Noch mindestens mal so 5 Tage weg. Guck mal, wie toll das aussieht. Ich will auch. Dieser Strand. Dieser Sand. Da will ich am liebsten meine Füße eingraben. Und sterben. Das wäre ein schöner Tod hier. Ein Anführer bestimmt, oder? Paros, Weingärten des Dionysus. Okay, ja, cooles. Oder bleib stehen. Bonjour, mes amis. Haben wir nichts weiter. Okay. Guck mal, Tiramis. Militärlager. Wir müssen sogar noch Schätze plündern. Fuck, das sieht mich jetzt. Ah, na gut. Du gehörst mir!
Dreh dich um! Ah, noch eins bis ich um! Nö, ich glaube nicht. Weg mit euch. Der arme Bogenschütze. Er hatte nie eine Chance. Oh Gott, der arme Löwe. Jetzt einfach mal kurz. Das wird es. Wir machen es einfach hier. Sehr schmerzfrei. Tada! Briam der Furchtsame wurde auf einem kleinen Boot vor der Küste von Agostena geboren und fühlte sich auf See und in Nähe Poseidons stets am wohlsten. Er blieb jemand, der ruhelos von Ort zu Ort segelte und nur dann irgendwo anlandete, wenn es sich gar nicht vermeiden ließ. Philalos, der Vertragsbrecher. Oh, was haben wir denn hier? Hier. Brosso. Oh, wow. Haben wir was Schönes dabei. Und was haben wir hier? Athenas Wacht. Chere, gibt es etwas, wobei ich dir behilflich sein könnte? Ich wusste doch, dass du das bist. Es mag vielleicht nicht so aussehen, aber deinetwegen geht es mir besser. Okay, du siehst fantastisch aus. Du siehst wirklich sehr gesund aus. Lüg mich nicht an, du Scheusal. Ich sehe so gesund aus wie du, hätten die Athener mir nicht den Boden unter den Füßen weggezogen, bevor die Spartaner auftauchten. Was meinst du? Die Athener stahlen meine Drachmen und vertrieben mich aus meinem Haus, bevor die Spartaner Megares einnahmen. Dank dir sind ihre Streitkräfte versprengt. Und das ist der perfekte Zeitpunkt, mir mein Eigentum zurückzuholen. Okay. Und ich soll sie dir von den Athenern holen? Bei den Göttern, natürlich. Ich bin der rechtmäßige Besitzer. Ich bringe sie dir. Ich regel das. Bei den Göttern, danke. Überlass das ruhig mir. Okay. Um Rache betteln. Das ist da oben. Okay, was haben wir noch hier für eine? Feuer. Ja. Malaka. Chere,
Benötigst du gerade etwas? Bei Zeus, du bist es wirklich. Der legendäre Söldling, der gemeinsam mit dem großen Historiker Herodotos reist. Ja, ich habe ihn in Phokis kennengelernt. Ich weiß. Als ich die Pythia besuchte, habe ich euch beide gesehen. Eigentlich war ich nur wegen ihm da. Ich möchte schreiben, genau wie er. Ist er wirklich so großartig, wie man sagt? Ja, aber das ist interessant. Ich muss zugeben, Herodotos ist ein sehr interessanter Mensch. Er weiß anscheinend alles über jeden. Genau wie ich mir gedacht habe. Da du ihn auch magst, könntest du mir vielleicht bei etwas helfen. Ich höre. Vielleicht würde Herodotos mich bemerken, wenn ich über seine Lieblingsmuse schriebe. Über dich? Vielleicht etwas darüber, wie du mit bloßen Händen einen Löwen häutest? Oder wie du mit den Haien ringst? Und du willst von mir, dass ich all diese Bestien erlege? Ja, sie müssen alle erlegt werden. Nimmst du an? Ich kümmere mich darum, aber ich habe ja schon einen Hai und einen Löwe erlegt. Verlass dich auf mich. Du bist heldenhaft. Überlass das ruhig mir. Aber ich habe doch alles. Der Bewunderer twittert in der ganzen Krise. Wow, toll, danke dafür. Danke dafür. Oh, na gut, dann gehen wir erstmal hier hoch. Oh Gott. Das speichere ich mal lieber vorher, weil wir wissen ja, die Speicherpunkte bei Assassin's Creed Odyssey sind ja nicht ganz so nett. Ne? Die sind dann mal sehr, sehr speziell. So, aber wir müssen die andere Quest auf jeden Fall. Sonst haben wir hier nichts weiter, oder? Ja, das wird auf jeden Fall wieder ein Söldner. Anni, Söldner ins Leben rufen. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Warte mal, ich muss wirklich kurz gucken. Spiele ich auf? Schwerstandard. Ja, okay. Das sehen wir tatsächlich. Das ist natürlich schön. Ich bin so stark. Das ist mir. Schöner weißer parischer Mann. Mir fehlt das Spartanische. Er, verdammt. Ah, okay. Oh fuck. Du bist nicht schneller als er. LOL. Und ich dachte, ich hätte. Ja. Sinnlos. Spaziadentrip bringt ja nicht mal was. Das hatte ich ja auch mit am Anfang ausgerüstet gehabt. Und wollte jemanden von der Klippe stoßen, aber da war die unsichtbare Wand. Aber es war gerade ein schöner Filter, ne? Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Wir werden dich zeigen, oh nein. Hier
So. Warte. Machen wir den einfach mal. Okay, warte, warte, warte. Wir den haben. Na, komm mal. Der. Oh nee, fuck. Aha! Ja, dann machen wir das halt immer sehr unkonventionell jetzt hier mal. Okay, da muss ich mich halt an die armen Einheimischen wenden. Oh, fuck. Fuck. Oh fuck. Vier. Okay, ich muss abhauen. Okay. Boah, Cassandra. Junge, wie schnell die sind. Komm, schnell, schnell. Boah. Alter. Scheiß Ernst? Mein Junge, Pferd, da bin ich sogar schneller als du, ne? Also gehen wir noch mal zum Steinbruch. War gar nicht so schlimm. Kann ich speichern? Ja, dass ich wenigstens, ne, ein bisschen Fortschritt habe. Boah, Junge, Junge, Junge. Nein, 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 nein. Da ist was. Das sehen wir uns an.
Oh fuck. Bin schon wieder da. Oh nein. Schnell! Warte mal, wo haben wir denn überhaupt? Achso, immerhin habe ich eines. Ha! Schöner weißer parischer Marmor. Mir fehlt das spartanische Rot. Da hoch. Die drei gehabt. Level 30, sehr schön. So gefällt mir das. Wir kriegen das alles hin. Wir haben zwar hier, oh, fuck. Und du willst mich verarschen? Schon wieder nix an der Wacke. So. Mann, Cassandra! Oh, Junge, mehr. Schon mal erledigt.
Mein Gott, wo ist denn hier was? Wieder sehr viele Schützen hier am Start. Wo hatten denn ich schon wieder volles Leben? Gefällt mir ja gar nicht. Wir kriegen das doch alles ganz entspannt hin. Nur ein paar, die uns auf der Pelle sind. Meine Güte, die können aber echt gut schießen, ne? Zwei. Der Bienenwolf, okay. Kann ich mir einen Bienenwolf vorstellen. Da oben ab. So. Haben wir hier noch unseren Buddy? Die Gefangenen selber befreit. Okay.
Ich muss was konzentrieren. Okay, ich glaube, ich habe ein kleines Problem. Das sind doch ein kleines bisschen zu viele. Okay, Gefangenenbefreiung haben wir noch. Schatz plündern. So, dann machen wir jetzt nur noch die Schätze. Ja, okay. So, bitte. Oh fuck. So. Oh, Level 32. Okay. Oh fuck. Ah! Okay, da kommen sie wieder. Die kommen wieder. Ja, ja. Okay. Also, würde mich halt wirklich schon reizen, den Anführer noch nieder zu nähen. Ne? Fuck. Es macht. Oh, mach schnell. Ha! So. Tschüssi-lü. Okay. Oh fuck, okay. Ja, lauf, Cassandra, lauf! Okay, den Anführer machen wir nicht. Das steht auf dem anderen Blatt. Nein, die sind dann doch schon alle ein bisschen zu heavy für uns. Kann ich in mein Spiel speichern? Ja. Dass wir wenigstens einen Fortschritt jetzt erzielt haben. So, also die Frage, wen hatten wir jetzt von den Söldnern? Chani, der Begabte, war schlauer als alle anderen in seiner Heimat Pagai. Seine Familie tat alles, um ihm Bildung zukommen zu lassen, doch bald war ihr Reichtum aufgebraucht und sie hochverschuldet. In späteren Jahren wurde Chani Söldner, um seine Eltern zurückzuzahlen, was sie für ihn geopfert haben. Er hat noch den Wolf, ne?
Timotheus, der Bienenwolf, blieb größtenteils in der Wildnis, doch es ist unklar, ob es an seiner Abscheu für Menschen oder an seinen pelzigen Gefährten lag. Er bekam seinen Titel und seinen Wolf, als er Honig aus den Stöcken stahl, um ihn an ein verirrtes Junges zu verfüttern. Das so geschaffene Band war sehr eng. Nie wegrennen. Und, hast du es? Bedien dich ruhig. Es ist nicht viel, aber bitte, nimm es als Dank. Ein ganz normaler Tag. Ja. Ja, sind nur sehr viele Menschen hin und her gewesen, aber sonst alles ganz normal. Ist alles ganz easy, peasy, lemon squeezy. Ach, die kriegen dann wohl immer noch mal ihre Gesundheit aufgefüllt. Das ist natürlich extrem ärgerlich. Und das Problem ist, wir haben jetzt auch extrem viele Söldner an der Backe. Das ist ja fast noch ärgerlicher. Aber ja, das habe ich mir selber zuzuschreiben, weil ich unbedingt diesen Steinbruch hinein wollte. So, wir haben... Ach ja, wir können einen Aussichtspunkt in der nächsten Folge mitmachen. Dann haben wir das Lagerhaus, was wir mit angreifen können. Und dann haben wir den... Was war das? Korallenkap? Und dann haben wir Naxos, ne? Aber das sind... Achso, Paxos? Ne, Paros. Achso, Athen. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder, in der Hoffnung, dass ich ja jetzt hier nicht alle paar Minuten sterben werde. Und ja, hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen werden.